Teil 2, Nebenläufigkeit und typische Fehler. Auch hier wieder Concurrency Bugs in dem Mausdeckbuch in Kapitel 32. So. Bugs durch Parallelität. Es gibt relativ viele Bugs, die durch Parallelität entstehen und wer selbst schon versucht hat, ein bisschen mit Threads oder Prozessen zu programmieren, dem ist vielleicht der ein oder andere Fehler auch schon passiert. Und es gibt eine Studie, die habe ich hier auch verlinkt, in den Folien am Ende. Und basierend auf der Studie lassen sich Fehler grundsätzlich in zwei ganz große Klassen unterteilen. Und zwar einmal die Deadlocks und einmal die Nicht-Deadlock-Fehler. Also ein Deadlock ist genau das, wo eben einer auf den anderen wartet. So. Ein Drittel der Fehler lassen sich dabei konkret auf die Deadlocks zurückführen. Und in der Studie hat man ganz klassische Software untersucht, also Datenbanken, zum Beispiel MySQL. Man hat sich mal einen Webserver vorgenommen, Apache und einen Browser, den Mozilla und die Office Suite, also OpenOffice als Office Suite mal angeschaut. Und was Parallelitätsfehler anging, hat man eben, das sieht man dann hier schön, in Mozilla hat man 41 Fehler gefunden, die eben auf nicht auf Deadlocks zurückzuführen sind und 16 auf Deadlocks zurückzuführen sind. MySQL hat dann zum Beispiel 9 Deadlock-Fehler und 14 Parallelitätsfehler, die eben nicht durch Deadlocks verursacht sind. Das sind jetzt keine anderen Bugs drin, also das sind wirklich Bugs, die durch Nebenläufigkeit entstehen. Na, und warum ist das jetzt interessant? Jetzt sind wir im Kurs Software Engineering und zu verstehen, wo der Fehler herkommt, ermöglicht es in der Regel, bessere und robustere Software zu schreiben. Und das gilt jetzt nicht nur für Betriebssysteme, das gilt eigentlich immer für alle Software, die sie programmieren. Man kann natürlich einen Fehler ganz rapide einfach fixen. Ja, und es gab auch früher viele Teams, die haben das so gemacht. Da ist man hingegangen, hat ein Bug-Ticket bekommen, hat das Stückchen Code genommen, hat diesen Bug wegprogrammiert, hat vielleicht einen Test dazu geschrieben und das war's. Und das war so der, das hat man 8 Stunden am Tag gemacht. Das Problem ist aber, dadurch lernt der das fixt, nicht, woher der Fehler herkommt, weil der fixt ja nur den Fehler. Und der den Fehler reinprogrammiert hat, der lernt das auch nicht. Ja, das ist dann so die andere Baustelle. Das heißt, zu verstehen, wo der Fehler herkommt, ist gut, um bessere Software zu schreiben. Das einfach beherzigen für die Zukunft. So. Die Nicht-Deadlock-Fehler. Das ist alle Fehler, die eben nicht auf den Deadlock zurückzuführen sind, die lassen sich nach dem Paper in zwei Klassen unterteilen. Einmal ist es die Atomic Violation. Da versucht man eben auf eine geschützte Ressource zuzugreifen, ähnlich was vorhin gefragt wurde, was ist, wenn ich eine Variable hochzählen möchte. Und das andere ist die Order Violation, das ist die Einhaltung von der Reihenfolge. Ich habe jetzt für beides keinen deutschen Begriff gefunden, vielleicht gibt es einen, aber das sind so die beiden Begriffe, wo sie dann auch im Web was drunter finden. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch ein paar Informationen aus der Studie, weil ich fand das ganz interessant, da zu sehen, was da drin alles passieren kann. Wenn man nach den obigen beiden Fehlern sucht, dann findet man ja den größten Teil der Nicht-Deadlock-Fehler. Das heißt, wenn ich nach einer Atomic Violation oder einer Order Violation gezielt suche, es gibt noch andere, aber das sind eben die beiden Klassen, wo die meisten Fehler drin sind. Auch sehr interessant, die meisten Nebenläufigkeitsfehler, also Concurrency Bugs, die entstehen wirklich nur durch einen oder zwei Threads. Also gar nicht dadurch, dass man irgendwie hunderte oder tausende Threads hat, sondern die entstehen, wenn ich in einem oder mit zwei Threads arbeite. Mehr als 20% der Deadlock-Fehler, die entstehen in einem einzigen Thread, mit dem man arbeitet. Und die meisten Deadlock-Fehler entstehen durch den Zugriff auf nur eine oder zwei Ressourcen. Also da geht es gar nicht darum, dass ich in einem Rechner ganz viele Ressourcen habe, auf die ich zugreifen möchte. Das passiert meistens schon allein dadurch, dass ich auf eine oder vielleicht zwei Ressourcen zugreifen will. Das heißt, da sieht man eigentlich, dass die Fehler schon sehr am Anfang von der Denkweise passieren. Und wenn man das dann ordentlich hinbekommen hat, dann funktioniert das in der Regel ja auch für mehr Threads oder mehr Ressourcen. So, dann schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Das ist die Atomic Violation. Und da gab es ein ganz konkretes Beispiel. Und den Fehler haben wir sogar schon mal kennengelernt im Vorfeld. Und zwar stammt das hier aus MySQL. Rechts nochmal der Code. Also ich habe hier zwei Threads, die beide auf die gleiche Ressource zugreifen. Und zwar der Thread 1 prüft auf nicht null null, um dann einen Wert zuzuweisen. Also das ist das, was da drin passiert in F-Puts.
Und wenn dafür ein Eins ist nach der Prüfung, also vor dem Setzen des Wertes unterbrochen wird, dann kann der zweite Thread mit dieser Zeile hier den Pointer wieder auf 0 setzen. Ne? Und was passiert dann? Die Referenz ist auf 0 gesetzt und wenn der Thread 1 dann wieder läuft, der hat ja vorher geprüft, hat gestoppt, da war ja das Ding nicht null, wurde gestoppt, Thread 2 lief, hat das auf null gesetzt, dann startet Thread 1 wieder, denkt immer noch, ne, ich habe ja schon geprüft, und es war ja nicht null. Und in den meisten Fällen wird dann das Programm einfach crashen. Ne? Weil eben jetzt auf eine Null-Referenz zugegriffen wird. Und das wäre so ein typisches Beispiel von einer Atomic Violation. Also wenn ich versuche, auf eine Ressource oder auf eine Variable zum Beispiel zuzugreifen. Es gibt in dem Paper eine schöne Definition von der Atomic Violation. The desired serializability among multiple memory accesses is violated. This means the code region is intended to be atomic, but atomicity is not enforced during execution. Und die Lösung dafür, ja, die kennen wir ja schon, ne? Den kritischen Abschnitt, diese eine Zeile Code oder den Zugriff auf die eine Variable, da baue ich einen Mutex drumherum oder eben eine binäre Semaphore, je nachdem, wie man das entsprechend programmieren möchte. Das heißt, so kann ich den kritischen Abschnitt an der Stelle schützen und der Fehler ist erstmal gefixt. Die zweite Klasse, die wir uns anschauen wollten, ist die Order Violation. Und was passiert denn hier? Da haben wir rechts auch nochmal zwei Threads. Und der Thread 2 geht davon aus, dass M-Thread bereits initialisiert wurde, also ungleich null ist. Jetzt schauen wir uns das mal an. Der Thread 1 initialisiert diese Variable, also M-Thread, durch das Create-Thread. So. Und der Thread 2 hat in der Main-Methode, setzt er ein State, und zwar aus diesem Thread. Das heißt, der verwendet diese eine Referenz auf quasi auf die Variable. Und jetzt kann man sich mal Folgendes überlegen. Wenn der Thread sofort läuft, nachdem er erzeugt wurde, das heißt, ich rufe dieses Create-Thread auf, und dann gibt es einen Interrupt und Thread 1 wird gestoppt. Dann ist zwar der Thread 2 hier schon erzeugt, aber der Thread 1 konnte die Referenz noch nicht zuweisen. Und dann versucht der Thread 2 hier auf den State zuzugreifen, und zwar auf das End-Thread, was noch nicht initialisiert ist. Ich hoffe, das ist jetzt klar, was da passiert. Das heißt, genau im Prinzip bei der Zuweisung mit dem Ist-Thread hier, da könnte ein Interrupt passieren. Und also direkt vor der Zuweisung. Und damit habe ich wieder das Problem, ich versuche hier auf was zuzugreifen, was nicht initialisiert ist. Und das ist jetzt eine Order Violation, ne? Die Reihenfolge, wie ich auf eine Variable zugreife. Auch das ist wieder schön definiert. The desired order between two groups of memory accesses is flipped, which means A should always be executed before B, but the order is not enforced during execution. Auch das aus dem entsprechenden Paper. Und auch hier haben sie die Lösung für das Problem schon kennengelernt. Die Reihenfolge kann ich durch Condition Variables sicherstellen oder, wir haben es da vorhin gemacht, die Reihenfolge auch durch so einen Mutex sicherstellen. Das heißt, die Lösung dafür haben wir in den Einheiten vorher schon mal durchgesprochen. So. Einmal so ein Fazit für die Nicht-Deadlock-Fehler. 97% der Nicht-Deadlock-basierenden Fehler sind die quasi die beiden zuvor behandelten Fehlertypen, also Atomic Violation und Order Violation. Das heißt, nur ganz wenige andere Fehler, die keine Deadlock sind, die sind durch irgendwas anderes entstanden. Das heißt, nach diesen beiden kann man ganz spezifisch Ausschau halten. Wie kann man die am besten finden? Statische Code-Analysen, also die Tools werden an der Stelle immer besser. Und statische Code-Analysen können helfen, solche Fehler vorzubeugen. Einfach, dass ich rausfinde, wo wird auf so einen kritischen Abschnitt zugegriffen. Das Problem ist, die Fehler sind oft nicht leicht zu finden. Also wenn die auftreten, wie das jetzt immer ist, bei Nebenläufigkeit, also bei Parallelität, so ein Fehler ist extrem schwer zu finden. Und wenn man ihn gefunden hat, wir haben jetzt zwar gesehen, wie es eigentlich geht, aber meistens muss ich dann im Code eine größere Menge Code oder auch ganze Datenstrukturen refactoren und umbauen, um diesen Fehler entsprechend zu beheben. Das heißt, das ist gar nicht so ohne, wenn solche Fehler an der Stelle auftreten.
Dann hat man noch Deadlocks. Also Deadlocks haben wir vorhin schon mal genannt. Und da wollte ich jetzt mit Ihnen mal ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen Vorlesung vielleicht schon mal dran war. Die Frage ist natürlich, wie entsteht so ein Deadlock? Und da haben wir einfach mal ein Beispiel, zwei Threads. Der Thread 1, der hat einen Lock auf L1 und ruft einen Lock auf L2 auf. Und der Thread 2 wird gestartet und der lockt L2 und der lockt L1. Und jetzt kann man sich Folgendes mal überlegen. Die werden beide unterbrochen dann nach der ersten Zeile. Das heißt, der Thread 1 wird gestartet und der hält jetzt da das Lock 1. Jetzt wird er unterbrochen und der Thread 2 läuft los und der hält das Lock auf L2. Das sind die beiden Ressourcen, die wir haben. Und der erste Thread wartet jetzt ja, bis L2 freigegeben wird. Der Thread 2 wartet aber darauf, dass der Thread 1 das L1 freigibt. Und jetzt habe ich diesen Deadlock. Ja. Das heißt, bei so einem Code kann ein Deadlock entstehen. Jetzt das Problem, abhängig von der Reihenfolge, wie es aufgerufen wird, muss es nicht immer entstehen. Und das kann so ein bisschen ein Problem sein, wenn Fehler finden oder beim Debuggen von sowas, dass eben dieses Deadlock nicht immer nicht zwangsweise entstehen muss. Hier rechts ist immer so die Grafik, wie das funktioniert. Der Thread 1 hält das L1 das Lock und der Thread 2 möchte das da haben. Ja? Und der Thread 1, der will jetzt das Lock 2 haben, aber das wird ja vom Thread 2 gehalten. Ne? Und deswegen ist das jetzt hier der Deadlock, wie die beiden sich jetzt gegenseitig blockieren. So. Ursachen dafür. Also wie kann so ein Deadlock entstehen? Das eine ist Komplexität von Programmen. Ne? Am Beispiel von Betriebssystemen und dem Zugriff auf Ressourcen ist es wahrscheinlich ganz intuitiv sichtbar. Da habe ich unheimlich viele Dinge. Ich habe Speicher, ich habe die Platten. Ne? Wir kommen ja zu diesen ganzen Ressourcenzugriffen noch in den nächsten Vorlesungen. Ich habe ja alles Mögliche, auf das ich zugreifen möchte. Und da kann es dann ganz schnell passieren, dass man gegenseitig auf Ressourcen wartet. Ich möchte da was hinschreiben, ich möchte da irgendwas, ein anderer möchte rauslesen, aber der hält gerade einen Block auf irgendwas anderes, was ich als nächstes machen möchte. Ne? Und so blockieren sich die Prozesse oder die Threads gegenseitig. Und eine andere Ursache dafür ist auch noch Kapselung. Und zwar, eigentlich ist es ganz gut, wahrscheinlich haben Sie Kapselung in Software Engineering 1 und 2 schon kennengelernt, was eine super gute Geschichte ist, ne? Objektorientiertes Programmieren und ich verstecke Implementierungsdetails vor dem Aufrufer. Aber ich verstecke halt auch andere Dinge vor dem Aufrufer. Ja? Und dann nehmen wir mal das Beispiel der Java-Vektorklasse. Da habe ich jetzt mal zwei Zeilen. Ich habe den Vektor V1 und V2. Die gehen wir mal davon aus, die sind initialisiert an der Stelle. Also ich bekomme hier keine Null Reference Exception. Und ich rufe jetzt V1 auf und füge alle Werte aus V, also füge den Vektor V2 über add all hinzu. So, jetzt wurde es vorhin schon mal im Chat erwähnt, die Methode muss ja multi-thread-safe sein. Das heißt, die Methode geht hin und ruft ein Lock auf für zwei Variablen, und zwar für V1 und V2. Das ist auch erstmal soweit gut. Jetzt ruft aber ein anderer Thread v2.addAll V1 auf, also gerade die andere Reihenfolge. Und das entspricht genau unserem Beispiel, was wir vorhin hatten. Ja? Und jetzt entsteht ein Potenzial für ein Deadlock. Das heißt, mit diesem Java-Code können Sie schon einen Deadlock verursachen. Ne? Und dann hängt das Programm plötzlich. Problem ist, ich weiß es nicht. Ja? Also ich weiß nicht, dass so eine Methode Locks auf die Variablen setzt oder anfordert. So. Wenn man jetzt solche Deadlocks sucht oder versucht zu verhindern, dann brauchen Sie vier Bedingungen, die eingehalten werden müssen, um einen Deadlock zu erzeugen. Ja, das ist jetzt erstmal falsch rum gedacht. Ja, ich möchte eigentlich gar keins. Aber der Trick ist folgendes. Wenn eine der Bedingungen nicht zutrifft, dann kann so ein Deadlock nicht mehr entstehen. Und das kann eben helfen, wenn man versucht, solche Deadlocks zu vermeiden. Ne? Das eine, was man braucht, ist die Mutual Exclusion. Das heißt, Threads fordern einen exklusiven Zugriff auf eine Ressource an. Das heißt, nur ich als Thread darf darauf zugreifen, ne? Und Ihr Thread darf eben nicht darauf zugreifen. Die zweite Bedingung, die es gibt, die nennt sich Hold and Wait. Das heißt, ein Thread hält eine Ressource, die er einmal erhalten hat. Das heißt, ich habe jetzt einen Lock angefordert, ich halte das Lock fest. Und jetzt möchte ich eine andere Ressource. Und jetzt warte ich einfach. Ja. So. Und die andere, die halte ich ja fest. Und das ist genau das Beispiel, was wir vorhin im Deadlock auch gesehen hatten. Dann haben wir als dritte Bedingung No Preemption.
Das heißt, ich kann eine Ressource oder zum Beispiel einen Log, einen Thread nicht entziehen, ne? Gegebenenfalls mit Gewalt. Ich könnte auch hingehen als Betriebssystem und sagen, ich nehme dir das Log wieder weg. Ja, also das muss auch zutreffen. Und dann gibt es eben noch die vierte Bedingung, das Circular Wait. Da existiert eine zirkuläre Beziehung zwischen den Threads, die eine oder mehr Ressourcen blockieren, ja, die von anderen Threads in dieser Kette angefordert werden. Und das ist die Grafik, die wir genau hier schon hatten. Das ist so eine zirkuläre Referenz. Und weil wahrscheinlich das Thema im dritten Semester bei Ihnen kommt, da kommen Graphen dran, ja, also da kommt das wie G von, vielleicht war das auch schon, G von E und V, also ich habe einen Graph von Edges und Vertices. Und da gibt es Methoden, wie ich feststellen kann, ob ein Graph einen Zyklus enthält. Und genau das brauche ich an der Stelle. Also um herauszufinden, ob ich irgendwo so einen Zyklus drin habe oder ob ich gerade so einen Deadlock habe, kann ich genau solche Algorithmen verwenden. Und deswegen macht das wieder Sinn, dass man auch so eine theoretische Informatik, ja, und Graphentheorie ein bisschen behandelt. Also ähnlich wie das mit den Baumstrukturen, zum Beispiel mit den Rot-Schwarz-Bäumen für den Scheduler ist. So, das sind jetzt also diese vier Bedingungen, die wir jetzt mal kennengelernt haben. Die schauen wir uns das auch nochmal ein bisschen im Detail an. Also Circular Wait ist einfach eine weit verbreitete Methode, um das zu lösen. Das eine ist, man baut sich eine totale Ordnung. Auf Englisch heißt es Total Ordering, die man bei Logs einhalten muss. Und gibt es mehrere Logs, dann können die immer nur nacheinander angefordert werden. Also das wäre eine totale Ordnung. Als Beispiel gibt es zum Beispiel nur zwei Logs, L1 und L2. Dann muss ich immer erst L1 anfordern, bevor ich L2 anfordern kann. Ja? Und das, wenn Sie sich an das Beispiel vorhin erinnern, wo die beiden Threads sich geblockt haben, da konnte ja der zweite Thread, der rechte, L2 anfordern und hat dann auf L1 gewartet. Das würde bei so einem Total Ordering nicht funktionieren. Das Problem ist jetzt, das ist bei größeren Systemen sehr schwer umsetzbar. Daher gibt es noch etwas, das nennt sich Partial Ordering oder partielle Ordnung. Und da wird einfach eine bestimmte Reihenfolge bestimmt, die eingehalten werden muss. Und das findet man zum Beispiel im Speichermapping für Code, im Linux-System. Also wenn Sie da in den Code reinschauen, da gibt es auch für diese Partial Ordering ausführliche Kommentare. Oder Sie haben das zum Beispiel auch bei FreeBSD, wenn es um den Zugriff auf Ressourcen geht. Und da habe ich Ihnen noch was rausgesucht, was eben nicht in dem Ausdruckbuch ist. Und zwar ist es die Partial Ordering in FreeBSD, die darin umgesetzt wird. Also, da tritt man oder trifft man zwei Bedingungen oder Annahmen für die Ordnung von Logs an. Die erste ist, a thread may acquire only one log in each class. Ja, das sehen Sie dann rechts hier in dem Bildchen. Ich habe Thread A und B. Und der Thread A, der kann sich eben einen Log auf die Ressource 1 sichern, aber nicht auf mehrere hier. Und er kann sich auf eine andere Klasse, auf R1, auch ein Log sichern. Ja, das ist erstmal so diese erste Bedingung. Die zweite Bedingung, a thread may acquire only, Tippfehler, acquire only a log in a higher numbered class, that the highest numbered class for which it already holds a log. Das heißt, ich habe hier ein Log auf die R1, da bin ich in der Klasse 1. Und ich bin hier in der Klasse 2, da habe ich ein Log auch auf die Ressource. Das müsste Ressource 2 übrigens sein. So. Und wenn ich jetzt nach dieser zweiten Bedingung gehe, dann darf dieser Thread B, der hält jetzt auf 2 ein Log, aber aufgrund der zweiten Bedingung darf er jetzt kein Log hier drin anfordern. Und somit kann ich jetzt diese Deadlock-Situation vermeiden. Ne? Und FreeBSD oder der FreeBSD-Kernel hat zur Überwachung der Logs. Oh, das sind aber viele Tippfehler. Der FreeBSD-Kernel hat zur Überwachung der Logs und der Reihenfolge und dem Debugging dafür ein eigenes Modul, ein Witness-Modul heißt das Ding. Und das läuft dann permanent und prüft eben genau solche Zugriffe auf die Ressourcen. Also das als kleiner Exkurs bei Partial Ordering. Das zweite, Hold and Wait, die zweite Bedingung, die wir hatten. Da müssen wir uns überlegen, wie können wir vermeiden, dass ein Thread auf eine Ressource wartet und dabei selbst all die Ressourcen blockiert, auf die er aktuell ein Log hält. Ja, das ist die Situation, die wir bis jetzt eigentlich immer durchgesprochen hatten. Und da gibt es eine relativ einfache Lösung, die intuitiv ist. Alle Ressourcen am Anfang und zwar atomar auf einmal anfordern. Und das machen wir einfach so, indem wir
einen Lock setzen. Ja, das ist hier dieses Prevention Mutex, was wir haben. Dann setzen wir die Locks auf all die Ressourcen, die wir gerne hätten, und dann gehen wir hier raus, also machen das Unlock und geben all die Ressourcen wieder frei. Und jemand anderes, der jetzt versucht, auf irgendeine der Ressourcen, die wir hier gelockt haben, zuzugreifen, der guckt erstmal in die Röhre. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Es muss jetzt ja bekannt sein, welche Ressourcen ich alle benötige. Das heißt, ich muss, wenn ich das am Anfang für mein Programm oder für mein Thread machen würde, müsste ich ja plötzlich alles am Anfang wissen. Und wer das vielleicht noch von früher kennt, es gab ganz früher Programmiersprachen, da hat man immer alle Variablen ganz am Anfang vom Programm deklarieren müssen. Oder definieren müssen. Und das wäre hier eine ähnliche Situation. Ich muss alle Ressourcen, auf die ich zugreifen möchte, ganz am Anfang allokieren. Und jetzt haben wir an der Stelle ein Problem. Das wirkt ja grundsätzlich der Funktionsweise der Nebenläufigkeit entgegen. Weil was möchte ich eigentlich machen? Ich möchte doch eigentlich, wenn ein Thread zum Beispiel oder ein Prozess auf Ressourcen zugreift, möchte ich einen anderen Prozess ausführen. Wenn ich aber jetzt alle Ressourcen angefordert habe, sperre ich die doch plötzlich für andere Threads. Und damit kann ich die gar nicht mehr ausführen, wenn die potenziell darauf zugreifen möchte. Ja, und das heißt, die Lösung ist an der Stelle entsprechend nur suboptimal. Dann haben wir das No Preemption. Und zwar geht es darum, beim Anfordern von mehreren Logs kommt es oft vor, dass man ja wartet, beim Warten auf einen Log noch irgendein anderes Log noch hält. Genau, also na, ich habe ja noch irgendeinen Log. Und da gibt es eine Methode, pthread mutex try log. Und die liefert, also bisher hatten wir folgendes, bei der Log-Methode war das ja so, ich rufe ihn auf und wenn dieses Log von einem anderen Thread gehalten wird, dann kehrt er ja nicht zurück. Ja, und die try log macht jetzt folgendes, wenn das Log nicht verfügbar ist, dann blockiert die mich nicht, sondern liefert entsprechend ein Fehler. Jetzt kommt da noch eine Frage, man könnte dem doch durch Scheduling-Prioritäten entgegenwirken. Genau, exakt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also Scheduling haben wir, glaube ich, jetzt gleich beim vierten Beispiel noch drin. Genau, das heißt, hier bekommt man einen Fehler zurück, wenn das Log nicht verfügbar ist. Das Beispiel hier hatten wir Top als Sprungmarke, dann wird Mutex Log auf L1 aufgerufen, dann wird geprüft, if das Try-Log auf L2 ungleich 0 ist, nur dann kann ich L1 anlocken. Ansonsten würde ich hier ja quasi rausspringen an der Stelle. Und damit kann ich das umgehen, dass ich jetzt hier für immer und ewig drin hängen würde, sondern ich kann hier weitermachen, muss das halt zum späteren Zeitpunkt nochmal aufrufen. Ja? Das Problem ist genau diese Lösung, die führt zu etwas, das nennt sich Live-Log. Und zwar, was ist jetzt, wenn ein anderer Thread die Logs in genau der anderen Reihenfolge anfordert? Das heißt, genau dieser Code nur andersrum. Das heißt, es wird L2 gehalten und also der zweite Thread fordert hier L2 an und würde das Try-Log auf L1 aufrufen. Das heißt, ich rufe nie mehr ein Log, ein Unlock auf L1 oder L2 auf. Das heißt, die beiden Threads versuchen vergebens, einen ständigen Log anzufordern. Und jetzt habe ich aber keinen Deadlock. Warum? Weil das Programm weiterläuft. Es läuft immer weiter und das ist ein Live-Log. Das heißt, die beiden Prozesse an der Stelle würden da immer wieder reinlaufen, würden rausfinden, naja, der Try-Log liefert einen Fehler, ich kann das nicht anlocken, würde auch wieder ewig laufen. Das heißt, anstelle von einem Deadlock habe ich an der Stelle einen Live-Log. So, jetzt gibt es hier einen möglichen Lösungsansatz wieder. Ich könnte im Try-Log-Aufruf einfach eine zufällige Zeitspanne warten, ja, bis die Routine zurückkehrt. Das wäre dann so eine Mischung aus dem, was wir vorher im Log hatten. Also wenn wir da nochmal zurückgehen. Ich rufe hier das Try-Log auf. Und anstelle instant den Fehlercode zurückzuliefern, könnte ich jetzt erwarten. Warum? Weil das Warten würde ermöglichen, dass vielleicht der andere Thread inzwischen L2 wieder freigibt. Ja, und das mache ich dann halt zum Beispiel mit zufälligen Werten und abwechseln. Und irgendwann besteht dann eben die Chance, dass die sich nicht mehr direkt immer gegenseitig aufrufen, sondern dass ich an der Stelle wirklich einmal den durch das Warten dem anderen Thread die Chance gibt, dass er fertig wird. So. Und dann hatten wir am Ende noch die Mutual Exclusion. Und da ist die grundsätzliche Idee, dass ich überhaupt keinen gegenseitigen Ausschluss entstehen lasse. Ja, das heißt, ich versuche irgendwas log-free oder wait-free zu bauen, also solche Datenstrukturen zu bauen,
ähnlich wie wir das mit den atomaren Maschinenbefehlen hatten, also mit Hardware-Unterstützung. Das heißt, anstelle, dass ich einen Block setze, wenn ich irgendwo drauf zugreifen möchte, dann lasse ich die Hardware sich da komplett drum kümmern. Und das wäre eigentlich auch okay, weil die Hardware könnte das dann so lange versuchen, bis es endlich funktioniert. Leider ist der Ansatz recht kompliziert. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, ein ausführliches Beispiel, das über mehrere Seiten geht, mit einem Test und Swap. Also, wo ich, das hat man ganz am Anfang, wo ich dann versuche, einen Wert zu prüfen und dann Werte entsprechend tausche, in Kapitel 32.3. Das können Sie sich an der Stelle noch anschauen, um dieses Mutual Exclusion ein bisschen zu vertiefen. Also das sind so diese vier oder die vier Bedingungen, die es gibt und wie man die angehen kann. Und wie schon korrekt erwähnt wurde, kann ich jetzt da noch Scheduling einsetzen, dass ich Deadlocks vermeide. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das in einer der ersten Vorlesungen, das wurde schon mal reingeworfen als Idee. Ich könnte, bei Prozessen war das, ich könnte ja beim Zugriff auf Ressourcen durch geschicktes Scheduling, also durch ein intelligentes Scheduling, vermeiden, dass mein Programm kaputt geht. Und genau das macht man auch bei Threads. Das heißt, sofern ein Scheduler weiß, auf welche Ressource ein Thread zugreift, dann kann er tatsächlich durch geschicktes Scheduling ein Deadlock vermeiden. Ne? Hier ist mal das Beispiel, ich habe vier Threads, T1 bis T4, und die nutzen die Locks L1 und L2. Ja, da habe ich den Thread 1, der nutzt L1 und L2. Ich habe den Thread T2, der nutzt auch beide. Dann habe ich den Thread 3, der verwendet den Lock 1 nicht, aber den Lock 2. Und den Vierer, der verwendet keine der beiden Locks. Das heißt, wenn man sich das anschaut, T3 würde niemals ein Thread blockieren, also würde niemals T1 oder T2 aufgrund von der Ressource 1, also L1, blockieren. Er würde aber sich mit T1 oder T2 oder T3 blockieren können. In T4 blockiert sich überhaupt nichts. Und ein eigentlicher Deadlock kann aktuell nur zwischen T1 und T2 entstehen, weil die haben zwei Ressourcen, die sich quasi gegenseitig blockieren könnten. Und wie kann ich das jetzt schedulen? Jetzt gehen wir davon aus, ich habe jetzt zum Beispiel zwei CPUs. Dann könnte ich sagen, okay, T3 und T4 lasse ich auf der CPU 1 laufen. Weil die greifen ja niemals auf Ressourcen zu, die T1 oder T2 verwenden. Und T1 und T2 lasse ich auf einer zweiten CPU laufen, und zwar nacheinander, weil die könnten sich ja blockieren, aber solange die nicht gleichzeitig laufen, kann es an der Stelle kein Deadlock geben. Wie kann der Scheduler über Logs vom Programm befreit wissen? Da wäre zum Beispiel die Idee, was im FreeBSD FreeBSD drin ist, das heißt, ich habe einen eigenen Prozess am Laufen, der sich permanent über solche Logs auch informiert und das monitort, ne, also die Ressourcen entsprechend monitort. Es wird ja irgendwo abgespeichert und dann kann ich dementsprechend auch rauslesen, was da drin steht, aber ich muss extra nochmal einen Prozess haben, der das entsprechend macht. Also so müsste das im Prinzip gehen. Genaue Details muss ich da auch nochmal nachlesen. Da bin ich leider in dem zum Beispiel im FreeBSD-Buch noch nicht weit genug gekommen, wo das wahrscheinlich auch noch genau im Detail erklärt ist, wie es implementiert ist. Aber ich kann die monitoren an der Stelle. Das ist, ich gehe nochmal zurück. Hatten wir das FreeBSD? Das ist dieser. Finde ich das gar nicht mehr. Ne? Das FreeBSD. Ist denn? Partial Ordering, genau. Genau das Witness Module, was in FreeBSD läuft, das überwacht die Logs. Und da können sich zum Beispiel auch also für Debugging kann man das nutzen und kann sich die ganzen Logs auch ausgeben lassen. Also nicht nur, dass es dann permanent den Graph überwacht, sondern man kann auch die kompletten Logs entsprechend ausgeben lassen. Ich kann mal schauen, ob ich das vielleicht fürs nächste Mal nochmal aufbereiten kann. Ich habe die zwei, drei Seiten auch mal rauskopiert. Dann kann ich das nochmal vielleicht im Detail aufbereiten, wie das funktionieren kann. So, also, das ist Deadlock-Vermeidung durch Scheduling.
Und dann gibt es noch eine andere Variante, und zwar eine komplett andere Möglichkeit, und zwar ist das Detect and Recover. Und zwar sagt man da einfach, Deadlocks dürfen ab und an auftreten, aber sie müssen irgendwie behoben werden. Das heißt, ich muss erstmal alle Ressourcen, das heißt wieder alle Logs überwachen und regelmäßig auswerten, also ähnlich dessen, was das Witness-Module macht. Wie mache ich das dann? Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich erstelle erstmal einen Graph und überprüfe dann auf Zyklen, die es gibt. Ja, und hier auch nochmal der Hinweis, warum sowas in Algorithmen und Datenstrukturen behandelt wird, auch wenn einem das nicht immer ganz klar ist, warum man so einen theoretischen Ansatz hat. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn so ein Deadlock aufgetreten ist, vor allem erkannt wurde? Die eine Möglichkeit ist natürlich, ich könnte eine Ressource, die das Deadlock wegnehmen. Dann ist aber die Frage, was macht eigentlich der Prozess, den ich jetzt, nicht das Deadlock, das Log wegnehmen. Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich das Log wegnehmen würde? Dann würde ich vielleicht das Programm irgendwas Komisches machen. Das heißt, in den meisten Fällen ist der Lösungsansatz der Wahl der Reboot, ja, oder eben der Neustart von dem Programm. Und da kann man sich jetzt aber auch nochmal überlegen, ob dieses Detect and Recover in dem Sinn sinnvoll ist. Das ist vielleicht noch okay für ein Programm, also eine Software, die jetzt gerade in diesem Deadlock hängt, in der Hoffnung, dass die Daten, die sie gerade bearbeitet hatten, schon abgespeichert werden. Das ist noch okay für eine Datenbank. Soweit ich weiß, passiert das auch oft. Also das Detect and Recover, das passiert in Datenbanken, dass man dann so ein Thread nochmal neu startet. Das ist vielleicht gerade noch so okay für ein Betriebssystem, wo man so ein Thread neu starten kann. Aber die Frage ist immer schon, wie sieht das aus mit einer Software in einem Flugzeug? Wenn ich da einen Deadlock reinprogrammiert hätte und würde sagen, oh, da läuft gerade ein Thread und der blockiert gerade einen anderen, ich starte das alles mal neu, da würde ich persönlich jetzt nicht mitfliegen wollen. Ja. Das heißt, da muss man dementsprechend sorgfältig im Vorfeld schon reingehen und versuchen, solche Deadlocks sauber zu vermeiden. Dann kam an der Stelle noch eine Frage rein oder eine Idee. Könnte man nicht auch auf Hardware-Ebene durch sich unterscheidende Instruktionen geteilte Zugriffe managen? Ich brauche ja nicht geteilte, also ob ich das jetzt richtig verstehe, ich brauche ja nicht geteilte, ich brauche ja nicht geteilte Hardware-Instruktionen, um darauf zuzugreifen. Ich bräuchte ja geteilte Ressourcen. Ne? Zum Beispiel eben Zugriff auf ein Register. Dafür haben wir ja den Hardware-Befehl, der das entsprechend als atomar gestaltet. Wenn aber eben beide in ein Register reinschreiben wollen oder jetzt bei Threads in eine Variable reinschreiben wollen, dann brauche ich das entsprechend. Also der Puffer ist eigentlich das schöne Beispiel. Was wäre denn, wenn ich jetzt zwei Threads hätte? Dann bräuchte ich zwei Instruktionen, die aber was machen? Ich müsste die ja auch wieder synchronisieren. Ne? Ich müsste ja dann auf Hardware-Ebene sicherstellen, dass die sich gegenseitig nichts überschreiben. Und dann habe ich, also ich habe das Problem dann nur auf die Hardware verlagert, außer ich würde das wieder atomar gestalten. Und dann bin ich wieder genau an der Stelle, wo die bei der atomaren, bei den atomaren Aufrufen von der Hardware. Und dann sind wir wieder an dem Problem, so ist es immer sehr aufwendig zu reduzieren. Ja, das hat man ja auch bei einer der Möglichkeiten, dass man sagt, man geht über Hardware-Supporter hin. Aber sowas in Hardware zu reduzieren, ist entsprechend immer teurer und aufwendiger. Das die Lösungsansätze für Deadlocks und wie wir da ins rauskommen.